Willkommen beim Erzählteam Burbach. Heute will ich euch mal ja, was Selbstgebasteltes vorstellen. Man ist ja ambitionierter Modellbauer, auch bei Carrera. Und zwar Thema Reifenschleifen. Reifenschleifen ist wichtig, das haben wir gemerkt. Und je besser man die schleifen kann, umso besser ist das Ergebnis. Ganz klar, die sinnvollste Lösung wäre eine RSM3 von Overdrive. Mit dem ganzen Zubehör, das ich da brauche, für ganze Achsen zu schleifen und so, wäre ich da mal locker so bei 200 Euro. Das ist mir einfach zum jetzigen Zeitpunkt zu viel. Also habe ich gedacht, ich bastel mir irgendwas. Bis jetzt haben wir die normale Brettchenmethode genommen. Funktioniert auch relativ gut, aber wenn man das auf der Bahn macht, ist ein extremes Gefuddel, weil man muss das Auto festhalten, man muss das Brettchen darunter halten, dann muss man auch gleichzeitig Gas geben. Also braucht man schon mal auf alle Fälle einen zweiten, der Gas gibt und so ist irgendwie alles scheiße. Also habe ich hier so eine Metallplatte genommen, habe da in der Mitte ein Loch reingesägt, habe die hier lackiert und mit Klarlack übersprüht, damit es ein bisschen schöner aussieht. Auf der Rückseite habe ich die isoliert. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich habe hier so ein Spray, Isolier- und Lackschutz versiegelt und isoliert, weil der Gedanke ist, das Teil auf die Schiene zu legen. Deswegen darf ich die nicht leiten. Dann habe ich hier das Loch so groß gemacht, das von den 124ern und ich schätze auch die 132er sollte das auch gehen. Quasi unten der Slot, der nach unten drückt, durchfällt und dann hier Kontakt kriegt, damit das Auto schon mal Strom hat. Dann kann der nach vorne nicht abhauen, weil der ja hier gegen die Höhe schlägt. Dann machen wir hier in dem Bereich mit doppelseitigem Klebeband unser Schleifpapier drauf. Und dann ist die Idee, wir stellen das Auto da drauf und brauchen im Prinzip nur noch Gas zu geben und können uns hinten konzentrieren, dass wir da relativ plan drauf kommen und die Reifen ordentlich geschliffen bekommen. Ob das klappt, wird sich zeigen. Ich nehme das Ding jetzt mal mit auf die Strecke und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. So, jetzt kann man das Modell schön einhändig drauflegen, muss sich natürlich ein bisschen dran gewöhnen, aber es wird mehr oder weniger vernünftig abgeschliffen, also Funktionstest bestanden. Was man auch gut machen kann, man muss ja die Reifen oder kann die Reifen an Seiten brechen, das kann man auch machen, nimmt man einfach so eine alte Nagelfeile und hält die schräg da dran, funktioniert auch wunderbar. Von daher Test bestanden, vielleicht noch irgendwelche Optimierungsmaßnahmen, die wir noch machen, das gebe ich zu, aber für den ersten Versuch sind wir damit zufrieden und können besser schnell an der Strecke schleifen wie vorher.